Was ist mit der Ambiente? Was ist hier nur los? Moment mal, selbst er hat keine Ahnung, was mit diesen Hasen los war? Vergiss die dummen Hasen, wir haben andere Probleme. Wir sind hier in einer abgegrenzten Erinnerung und es gibt keinerlei Mementos. Was? Keine Panik, wir können wahrscheinlich eins von ihm selbst bekommen. Wie das? Sieh zu und lerne, junger Padawan. Ich muss nur kurz diesem Wirt einen Besuch abstatten. Und hier ist ein Zettel. Oder auch nicht. Na gut, wenn es hier keine Mementos gibt. Mache ich einfach mal nicht das, was von mir erwartet wird. Wie üblich. Noch nicht. Na gut. Noch irgendeinen schlauen Rat auf dem Weg? Beeil dich, ich will dir nicht feststecken. Meine Lieblingsserie fängt doch gleich an. Gute Professoren, schlechte Professoren. Hallo, was soll das sein? What are you buying? Hallöchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, Zanzibar oder mit Karte? In einer Bar mit Karte? Na gut, check. Ja, dann checken Sie das mal aus, ob mit Bar oder mit Karte. Tut mir leid, Checks nehmen wir nicht an. Tja, da muss ich Sie leider umbringen. Dann schreien Sie es einfach auf meinen Deckel. Moment, soll das heißen, Sie haben kein Geld? Dich werde ich sowas von resetten. Hallo, was darf's sein? Takil, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, Zanzibar oder mit Karte? Schreiben Sie es auf meinen Deckel, heute mach ich richtig einen drauf. Oh, geht klar, der Herr. Hier sind Ihre eingelegten Oliven. Und Ihre Uzi und Ihre Handgranaten. Danke, Kumpel, da wird heute jemand eine Menge Trinkgeld einstreichen. Danke, der Herr. Du kannst so ein Arsch sein, Neil. Ich meine, du kannst ein Arsch sein, Neil. Manchmal denke ich in seiner Stimme. Ach, mach dich locker. Nun denn, eingelegte Oliven. Hallo, ich mag eingelegte Oliven, du magst eingelegte Oliven. Wir haben so viel gemein. Nanu, sehen meine getrübten Augen etwa ein Gläschen eingelegte Oliven? So ist es. Sie wissen auch eine gute Olive zu schätzen. Ja, allerdings, ich habe gerade eben ein frisches Glas bestellt. Was für ein Zufall, dass die hier eingelegte Oliven haben. Und irgendwie sind diese Gläser immer gefüllt. Niemand isst die Dinger. Wahrscheinlich sind sie einfach nur so faszinierend wie Lavalampen. Darf ich? Hey, natürlich, setzen Sie sich. Wir kippen gemeinsam ein Gläschen. Ja, aber dann läuft doch alles aus. Oh ja, das klingt doch nach einem Plan. Eva, Geschmackssimulation aussetzen jetzt. Stimmt, ach, er ist glaube ich auch kein eingelegter Oliven-Fan, so war das genau. Ach Neil, ich glaube, ich habe jetzt keine Lust. Ey, dafür wirst du noch sowas von bezahlen. Tja, und so sind wir zu unserem ersten Toaster gekommen. Alles in Ordnung? Ja, Ihre Geschichten schlagen mir nur ein bisschen auf den Magen. Ich meine, ja, mich nimmt nur das Geschmackserlebnis dieser eingelegten Oliven total gefangen. Ah, reißen Sie sich mal zusammen, das sind einfach nur Oliven. Einfach wundervoll, nicht wahr? Oh ja, man kann sich kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Dinger ekelerregend finden könnte. Lassen Sie sich Zeit, wir haben ja noch zwei Gläser. Bitte nicht. Also habe ich gesagt, hey, es ist nicht in Ordnung. Und Sie haben mir recht gegeben. Hilfe! Und wissen Sie, was noch in unserer Gesellschaft nicht stimmt? Ja, ich habe es sogar dabei. Wieso? Darf ich mal sehen? Na gut. Dann wäre das fast vom Tisch gefallen. Bitte sehr. Und anhalten. Endlich im Himmel. Wie waren die Oliven, Neil? Ach, halt die Klappe. Es war gut. Es war echt gut. So. Moment mal, fang bloß nicht wieder an zu kotzen. Mach dir keine Sorgen, Mensch. Siehst du, alles nach Vorschrift. Ja, worum ging's jetzt? Keine Ahnung. Aber vielleicht gibt es hier doch noch irgendwas.
irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee. Quark. Hier gibt's nicht mal Quark. So. Hulkschlag. Hulksmash. Neil, ernsthaft. Ich versuche gerade, mich in die Situation zu versetzen und du ruinierst die Stimmung. Das war's wert. Das sind die Zuschauer gewohnt. Na gut. Reisen wir mal in die nächste Erinnerung. 4. Das muss jetzt alles grün werden, ne? Moment, hier unten aufpassen. Die sind bereits umgelegt. Also wenn ich jetzt die da umlege, die da oder die da. Ich würde sagen, ist mal die Reihe. Ui, hoffentlich war es nicht falsch. Und wenn doch, war es eben falsch. Dann... Nee, das werde ich nicht in 4 Zügen hinbekommen. Moment. I got this. So. Blieb, bla, bla, bla. Oh, ich hab's doch hinbekommen. Ich bin so schlau wie Klucki. Ja, aber ein bisschen husten. Bin ein bisschen krank. Memento aktivieren? Ja. Das heißt, ich kommentiere hier im Fieberwahn? Nee. So schlecht geht's mir nun auch wieder nicht. Aber immerhin habe ich gerade einen schönen Honigtee mit Waldfrucht und einem Schuss Rum. Nein, ich bin noch nicht betrunken. Ich habe jetzt gerade erst das erste Mal von der Tasse getrunken. Ach du Scheiße, heiliges Känguru. Du bist kein Australier. Ja, und du keine Gurke. Na und? Wir sind hier ungefähr 20 Milliarden Nanometer über Normalnull und stehen auf einem verdammten Lampenmast. Spring einfach runter, ist ja nicht so, als könntest du dich hier verletzen. Machst du Witze? Das ist wie Bungee-Jumping ohne Seil. Oben bleiben geht nicht, runterkommen auch nicht, Mann. Ich hasse, wenn das passiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, was sie jetzt machen wird. Eva, was zum Ad-Prozent-Raute? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, so fluche ich auch immer. Weichei. Die Protagonistin aus Yant kann das ja schließlich auch. Yo, in your face. Warum hat man sie wohl verlassen? Ich nehme an, sie wurde einfach nicht mehr gebraucht. Der Leuchtturm? Nicht mehr gebraucht? Für Schiffe meine ich. Du weißt ja, wie das heutzutage ist mit GPS und all diesem Hexenwerk. Da braucht man kein Licht mehr in der Dunkelheit mit GPS und so. Hör mal, River. Dieser Ort bedeutet auch mir sehr viel. Und ich habe nachgedacht. Mit meinem Kopf. Im Moment läuft doch alles recht gut für uns. Und wenn wir sparen, ein paar Jahre lang, dann könnten wir hier oben ein Haus bauen. Wir werden uns einschränken müssen, aber ich bin mir sicher, wir könnten sie vom Fenster aus sehen. Morgens, abends, wir wären immer in ihrer Nähe. Die haben dem Leuchtturm einen Namen gegeben, oder? Könnte es das sein? Und wir könnten jederzeit hierher gehen. Sie wären nie mehr allein, John. Ich könnte jeden Tag auf sie aufpassen. Oh Gott. Ja, das werden wir. Ich gönne es ihnen. Das meinst du nicht ernst? Du weißt, was passieren wird, oder? Es ist, als würde man einem Zugpferd mit Gleisen zusehen. Das stimmt. Das Ende ist nicht wichtiger als irgendeiner der Momente, die zu ihm führen. Der Weg ist das Ziel. Was zählt ist, dass die beiden hier und jetzt glücklich sind. Das stimmt. Schöne Erinnerungen sind was Schönes. Gleichgültig, wie es endet. Lass uns gehen. So. Schauen wir mal auf die beiden. Kein Memento. Dann lassen wir die beiden mal in Ruhe. Psst. Psst. Psst, hab ich gesagt! Moment mal. Halt, stopp. Einspruch. Sie haben den Leuchtturm Anja genannt, oder nicht?
Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Haben Sie das? Aber ja, ja, das ist genau das, was ich gerade dachte. Vorhin. Nicht gerade, vorhin. Ich glaube schon. Dann hat diese River auf medizinische Versorgung verzichtet wegen eines Leuchtturms. Ist das nicht ein bisschen zu krass? Also ich habe in diesem Beruf schon Merkwürdigeres erlebt. Wie zum Beispiel der Massenmörder. Ja, ich auch, aber ich gewöhne mich einfach nicht daran. Es kann ihr ohnehin egal sein. Sie ist nicht unsere Patientin. Notiz angehalten. Es ist der Leuchtturm. Kann sein, dass sie es zwischendurch mal sagten, aber... Irgendwie habe ich es dann überlesen. Der verlassene Leuchtturm an der Klippe. Ha! Sachen gibt's. Oh, schön, sie laufen wieder ein bisschen schneller. Weil die Map hier ein bisschen größer ist, hallo? Ja, ja, laufen wir am besten durch sie durch. Ah, cool. Das heißt, wir hätten sie hier verpassen können. Aber vielleicht wären sie dann nochmal durchgerannt. Weil die Erinnerung loopt. Ja. Hey, Kelvinpfeile. Nee, seine sehen ein bisschen anders aus. Die hier wobbeln mehr so hin und her. So ein bisschen dynamisch. Das gefällt mir. Und im Spiel mangelt es auch so ein bisschen an Kontrast innerhalb der eigenen Sets. Oh Gott, es ist so dunkel hier. Da ist es wirklich absolut nicht verkehrt, wenn da mal ein paar Pfeile sind, die die Richtung angeben. So, wir haben jetzt alles, ne? Die Sanduhren leuchten. Aber wieso sollten wir hier nach unten gehen? Hier sind die Erinnerungen abgeschnitten. Ah! Hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre auf jeden Fall irgendwas anderes. Pew Pew! Hulk! She-Hulk Smash! Na dann. Fünf Schritte. Der Schnupfen. Gut, let's try. Wenn ich den hier umlege, wird der umgelegt. Wenn ich das so umlege... Ich mach's mal so. Dann... Ja, nee, ich hab's wahrscheinlich schon verkackt. Oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Ich probiere mich jetzt durch. Wahrscheinlich hätte ich's fast gehabt. Blieb, blab, 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 blieb. Jetzt mache ich's alles noch viel schlimmer. Oh Gott! Was passiert, wenn ich jetzt hierauf gehe? Ja, das sieht schon weniger ergiebig aus. Nee, sieht schon besser aus. Super. Höschen. Vergesse mal, dass man das Ding nochmal ansprechen muss. Wusch. River? River! Jason! Jason! So, ein gelber Papierhase. Oh Gott, nicht schon wieder! Ja, wieso? Was ist denn daran so schlimm? Besser als eingelegte Oliven. Da hat Vogelgezwitscher. Sonst ist hier nichts weiter. Lampe? Auf das Bild konnte ich nicht gucken, die sind automatisch durch die Tür gelaufen. Falls sich jemand fragt, ob man das Bild noch angucken kann. Keine Oliven, gut. Neue Kartons mit Blankopapier. Oh, ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Ach, ein alter Flügel. Wie zur Hölle haben sie dieses Ding die Treppe raufbekommen? Keine Ahnung, aber ich wette, es wäre ein Klacks für die TARDIS. Nicht wirklich, da wäre es nicht mal durch die Tür gekommen. Stimmt. Damit steht fest, Pianos zu bewegen ist für jeden ein Albtraum. Es würde wahrscheinlich eine komplette Episode lang dauern, es dort hineinzubekommen.
Reden die über Dr. Who? Oder... Hä? Die würde ich mir sogar anschauen. Tito, wäre sicher episch. Ich habe keine Ahnung, worüber die reden. Sind die TARDIS nicht von Dr. Who? Und ich weiß es nicht. Oder nee, so eine Science-Fiction-Serie? Vielleicht ist es auch dasselbe? Ich weiß nicht, ich habe Dr. Who nie geguckt. Keine Ahnung. Ist mir auch offen gestanden völlig egal. Aus in den Kuhkopf, so Bobby doch jetzt muss ich raus mit Stellkuh und das Haus hab ich jetzt. Ist das Schloss des Königs? Oh mei. Tolle Sache. Die Teleportübergänge sind ganz famos. Ich krieg mich nicht mehr ein. Oh, da liegt ein Zettel auf dem Boden. Tief vom Blatt, rede mit möglichst vielen Leuten. Erforsche möglichst alle Winkel des Spiels, denn dadurch wird das Spiel künstlich in die Länge gezogen. Selbsthaus? Vielleicht aber auch nicht, das ist nur gemietet. Chayasheim. Warum wohl? So, da guck doch mal, hast du mal einen Hund? Wo let the dogs out? Wuff, wuff. Den sprechen wir normal, denn ich hab den Hund unterbrochen.